Heute schauen wir uns die Kaiserkrönung von Karl dem Großen an. Wie läuft das ab und was hat das zu bedeuten? Viel Spaß, Feuer frei! Also, Beteiligte an der Kaiserkrönung sind Karl der Große, seit 768 König des Frankenreiches, und Papst Leo III. Datum der Kaiserkrönung ist der Weihnachtstag, 25.12. im Jahr 800. Merkt euch das Jahr, kommt gut an im Unterricht. Wie läuft das ab? Papst Leo III. Ist eigentlich der Papst in Rom, aber er hat keinen guten Stand. Er hat beim Stadtadel in Rom keinen Rückhalt und seine Macht gerät ins Wanken. Dann wird Papst Leo III. Sogar aus der Stadt Rom vertrieben. Und jetzt kommt Karl der Große ins Spiel. Karl kommt mit militärischer Hilfe und führt Papst Leo III. Zurück nach Rom. Dort lässt Karl dann die Vorwürfe gegen Leo überprüfen. Dann stellt Karl seine Unschuld fest und stellt die Herrschaft von Papst Leo III. Wieder her. Das heißt, Karl verhält sich wie ein Schutzbeauftragter der römischen Kirche und hat sich um die Angelegenheit gekümmert. Und dafür, quasi als Gegenleistung, krönt der Papst Karl den Großen zum Kaiser. Es gibt eine Legende, dass Karl gar nicht Kaiser werden wollte und der Papst ihn überrumpelt hat. Das ist aber nicht so glaubhaft. Viele Historiker denken eher, dass Karl der Große selbst auf die Kaiserkrönung hingearbeitet hat. Aber man muss ehrlich sagen, die Details der Kaiserkrönung sind unklar. So viel zum Ablauf. Machen wir weiter mit der Bedeutung der Kaiserkrönung. Den letzten römischen Kaiser gab es in Westeuropa im Jahr 476. Dann wurde er abgesetzt. Und durch die Kaiserkrönung von Karl dem Großen wird diese alte Kaiserwürde übertragen. Das heißt, Karl der Große tritt ein römisches Erbe an. Antiker Shit, würde meine Oma dazu sagen. Der zweite wichtige Punkt, der Papst führt die Krönung durch. Das heißt, Papst und Kaiser werden noch enger verbunden. Und das heißt, Kirche und Staat werden noch enger verbunden. Diese Verbindung sorgt im weiteren Mittelalter für viele Konflikte und Machtkämpfe. Wichtige Sache, merkt euch das. So, wir sind einmal durch. Hier nochmal die wichtigsten Bullet Points. Papst Leo III. Krönt Karl den Großen zum Kaiser. Datum 25.12.800. Bedeutung römisches Erbe, Verknüpfung von Kirche und Staat. Du schreibst demnächst eine Klausur und musst dich jetzt darauf vorbereiten? Mit dem intelligenten Lernplan in der Simple Club App ist das kein Problem. Schritt 1, sag uns die Themen und das Datum der Klausur. Schritt 2, die App erstellt dir den perfekten Lernplan für dich mit allem, was du brauchst. Schritt 3, du siehst jeden Tag, was du lernen musst, um pünktlich vorbereitet zu sein. Wir sagen dir sogar immer, wie gut du vorbereitet bist. Also, worauf wartest du noch? Klick jetzt hier und erstell deinen ersten Lernplan. Bis gleich.